Hallo liebe Zuschauer, puh, da hat der Drago Basel noch Schwein gehabt. Das Spiel stürzte ab, als ich die Map laden wollte. Ein Biom sei kaputt und ja, könnte nicht mehr geladen werden. Okay, dachte ich, jetzt muss ich es nochmal probieren und es ging dann. Zum guten Glück. Wäre nicht so gut gewesen, wenn wir da plötzlich Probleme mit der Map hätten oder mit einem Biom. Ja, das ist ein bisschen tückisch, aber ich hoffe, es funktioniert jetzt, dass es stürzt nicht mehr ab. Ja, nun gut. So, ein bisschen Kohle. Haben wir wieder recht viel. Ja, da drüben können wir noch hin. Und das Gold noch nehmen. So, und haben wir endlich eine Kiste, bitte? Ich möchte noch eine Kiste mit ein paar Körner drin. Das ist Eisen. Ja, wir nehmen Eisen nicht mit, hä? Haben wir genug? Mehr als genug. Oh. Ein neuer Gegner. Essen. So, Dele. Aua, der hat mich erwischt, aber mach nicht viel Schaden. So. Also in diese Richtung geht's noch, in diese Richtung. Da ist Diamant. 2, 3 Diamanten, cool. Das ist Basalt. Ach so, ja? Sieht schön aus. Ja, ich bin gerade im Überlegen, was wir so eine Burg machen können. Also, eine böse Burg sozusagen. Irgendwie etwas Cooles. Ich will sowieso, weil das Projekt ja sehr baulastig ist, möchte ich Abwechslung bieten, indem ich euch mit euch viel Rollenspiel machen werde. Zum einen, ich werde NPCs kreieren, also machen mit Quests und so, und ich werde selber Rollenspiel, also würde ich irgendwie so ein Anführer sein oder nicht mal ein Anführer muss es sein. Ich finde es besser, wenn wir irgendwie ein No-Name wären, der sich nach oben bauen muss, also ja, einen Namen geben müssen, machen müssen, also erarbeiten. Komm jetzt hier irgendwo hoch. Muss ich mich hochgraben, hä? Ich hoffe, da ist kein Creeper. Ja, hier ist jetzt nichts mehr, oder was? Okay. Hallo? Ah, stimmt. Kann ich nichts einsammeln. Also das Basalt gefällt mir richtig gut. Ja, Capro brauche ich nicht so viel. Da bin ich mal. Ich kann es ja mit dem Granit mischen oder so. Ui, ja. Und dann gehen wir so auf Abenteuer und so. So richtig Rollenspiel-like. Ah, und das auf einem Server dann machen. Oh, da freue ich mich drauf. Ich freue mich sowieso besonders jetzt. So gute Mods und alles. Das ist einfach gigantisch. Jupp.
Jo, da drüben geht's nicht weiter, schade. Jo, ich denke, wir gehen wieder nach oben und dann nach Hause. Wir haben viel vor. So, müssen halt leider die Spitzhacke ein bisschen aufbrauchen, aber wir haben so schnell dann die Verzauberung und so. Ich habe jetzt extra nicht den Enchanting Plus Mod reingemacht. Ich finde es erstens ein bisschen zu viel gecheatet, es geht zu schnell. Und man kann, glaube ich, keinen Silk Touch drauf tun. Keine Ahnung, wieso nicht. Ob man einfach alle Verzauberungen zuerst wegmachen muss und dann kommt es nur oder sonst irgendwie einfach am Park ist oder nicht will. Und ja, ich möchte ja meine Tools auch verdienen sozusagen. Und später haben wir Bücher und dann geht es sowieso schnell. Jo, also deshalb der Mod nicht drin. Und ja, Taxilitblock. Okay. Ah, das ist die Kohle, genau. Ja, Goldnugget, oder? Wir haben einen Skelettschädel. Okay. Oh, Schluff. Was ist denn das? Ein ganz weiches Material. Wir sind wieder im Meer. Hoffen aber, dass wir nach oben kommen. Ja, da ist sogar Wasser. Wir schaffen es, wenn wir Fackeltrick wieder machen. Aber auch so schaffen wir es. Easy. So. Wir müssen wieder in diese Richtung. Dort ist schon der Berg. Wir müssen aber uns vor den Skelettschützen in Acht geben. Oh. Das ist ein Triant. Interessant. Interessant, der Triant. Das ist ein Mob, der sehr zahm ist und nur mit einer Axt besiegt werden kann. Oh, da kommen aber auch viele Zombies und Creeper. Nun gut. Das Skelett überraschen wir mal. Nein, das findet uns. Ich muss da am besten ausweichen. Was ist ein Werwolf? Gut. Ich glaube, Werwolf können wir nicht töten. Da brauchen wir Eisen, Silber oder Gold. Also Gold, Silber gibt es ja nicht, dann also Gold. Ja, das dachte ich mir. Oh je. Was? Noch mehr? Ja, ich muss abhauen. Die Trianten geben zwar viele Setzlinge oder Holz einfach, aber muss ich jetzt nicht töten. Lieber abhauen. Ja. Ich regeneriere mich. Ich gehe einfach ringsum. Die beste Taktik ever. Tschüss. So, Udele. Dann gehen wir hier wieder an Land. Da hat es noch mehr Creeper. Noch mehr Skelette. Ja, ist zu stark. Zu viele Monster. Hier haben wir einen Wolf oder was das ist. Ja, na gut, wir haben Nacht. Das ist nur ein Sandberg, der ausgeleuchtet ist. Aber Wasserbugs hier unten. Jo. Und ich werde den Wolf töten.
Heile. Heile. Aua. Also, ey, psch. Ich wollte mich verteidigen. Oh, knapp aber. Oh, ein Schmetterling. Wo ist er hin? Ist der weg? Da ist er. Und das? Kaninchen. Okay. Oh. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Hoppla, hoppla. Das ist auch nicht gut. So. Ich bin weg. Tschüss. Ha! Geschafft. Gut. Wieder in der friedlichen Zone. Das war richtig knapp, aber gut. So, der Dancer. Was ist mit dem Dancer los? Sagst du immer noch das Gleiche? Oh. So. Fleisch. Gold. Ein bisschen Gold dran. Dann noch ein bisschen Kohle rein. Die Sachen rein. So, wir machen noch mal seine Kiste. Aber Holz brauchen wir. Sodele. Eine Doppeltruhe. Ich stehe mal dahin. Und hier mache ich mal alle Blöcke rein. Und Gräserzeugs. Ah, ist das ein bisschen. Ja, die Blätterdinge, Setzlinge kann ich hier lassen. Aber alles das, was ich jetzt nicht unbedingt sofort brauche, hinten rein. So. Gut. Dann muss ich. Nehme ich das noch mit. So. Da haben wir noch einen Cobblestone. Ja, ein bisschen um das Ding kümmern. Um den Garten. Ja, es ist noch nicht reif, gell? Ja, komm. Wir haben ja Fleisch. Nehmen die Knochen für das Knochenmehl noch rein. Sodele. Und gehen. Jetzt aber mit Wasser da drunter. So, ja, keine Strömung. Ein Bett haben wir, dann übernachten wir kurz. So. Ja, da rein. So. Und runterfallen lassen. Also jetzt Obsidian abbauen. Sollte kein Problem sein. Ja, hier ist genug Lava. Ich denke, ich mache mal hier. Gerne einfach, wo es ein Tief ist. Ja, sehr gut. Sonst würde ich empfehlen, Wasser drauf zu tun. Das wird dann das Lava darunter löschen und die kannst du dann einfach dann aufsammeln und müsst sie nicht zusammentragen, zum Beispiel, weil die Strömung dann alles in eine Richtung fließen lässt. Aber so, wenn wir nur eins tief haben,
ist das eigentlich recht gut, auch so abzubauen. Natürlich ist so unnötig Wasser drauf tun. Also, wir machen 14. Brauchen wir noch mehr? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube nicht. Ich kenne keinen Mod, der Obsidian braucht. Nun gut. Haben wir dann später schneller wieder, weil wir verzaubert haben. Also 14. Und dann geht's noch in den Nether. Im nächsten Part dann. Und eben verzaubern. Nether werden wir sicher dann nachher noch leveln. Und ja, einfach mal überlegen, was wir da noch machen. Eben, das Haus muss noch gebaut werden, das ist klar. Das will ich auch. Aber momentan ist halt ein bisschen Vorrang. Das Gameplay, das Vorwärtskommen. Ja, gesundheitlich geht es mir eigentlich wieder gut. Noch Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, aber kein Problem mehr. Und ja. Ich freue mich, dass ich nicht mehr krank bin. 14. Gut, dann wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Wir könnten mal da hinten ein bisschen entdecken. Vielleicht gibt es da einen Weg nach oben. Da. So. Gut. Ja, sieht nach einer guten Höhle aus, nach oben. Ja, sie geht wieder runter. Okay. Na toll. So, jetzt können wir auch wieder Eisen mitnehmen. Die Packpacks könnten wir auch langsam machen. Ich denke, wir haben genug Sachen. Leder haben wir geholt. Und Fäden und so, weiß jetzt nicht, ob man die braucht. Haben wir auch. So, dann gehen wir da auch nach oben. Haben wir... Nein, wir haben noch gar nicht umgestellt. Tut mir leid. Das möchte ich schon. Farmen ist eine Herausforderung, wenn man Monster hat. Das ist ein Werwolf, oder? Ja, ist ein Werwolf. Dieser Knockback nervt. Ja. Was ist denn das für ein Schaden? Unmöglich. Oh Gott, oh Gott. Ja, da seht ihr, was Endermänner anrichten können. Ich wollte ihn doch nur einfach leicht töten, aber irgendwie konnte der die ganze Zeit um mich, um mein Knockback herum angreifen. Eine Frechheit, aber naja. Sind wir das erste Mal tot. Herausforderung ist eine Herausforderung. Sollte sie auch. Müssen wir halt einfach wieder ein paar Level machen, aber naja. Gehen wir noch dorthin. Ich lasse es aber jetzt auch friedlich, weil ich kann unmöglich dorthin gehen und Monster ausweichen und alles. Es würde nur noch mehr Frust haben, bis dann die Items die spawnen. Also zum Retten. Nein, danke.
lasse ich den Schwierigkeitsgrad doch auf Friedrich. So. Dann nehmen wir hier noch ein paar. Wieso fällt das nicht mehr? Was ist denn das für ein Mod? Der macht, dass das nicht fällt. Es ist eine Frechheit, eine Frechheit. Dass wir sowas von nervig getötet werden. Heieiei. Also Endermänner nicht unterschätzen. Zum guten Glück sind wir einfach hier oben gestorben. Und nicht irgendwo verwirrt und verwirrend. Ja, das ist nicht so gut. So. Also anordnen. Wir haben zwei Skelettschädel jetzt, okay. Das hier. So. Ups. Das war mein Mikrofon. Ich nehme kurz aus. Und stellen wieder auf. Schwer. Gut. Ja. Gehen wir schnell nach oben. Oh, wir haben 26 Level verloren. Ist nicht so gut. Naja, es geht relativ schnell und später können wir dann auch mit der Portgun ein bisschen aushelfen lassen beim Leveln gewinnen. Das ist später einfach ein bisschen das Nervigste. Es ist ja ein Bauprojekt, da darf man ein bisschen unfair sein. Aber für ein PvP oder extrem Hardcore Survival Let's Play bin ich einfach nicht. Ja, vor allem konzentriert genug und halt einfach. Ja, da muss einfach alles gut sein. Die Steuerung muss gut sein. Also, dass ich einfach. Okay, was war das? Dass die Steuerung. Also, dass meine Tastatur und meine Maus perfekt eingestellt sind und nicht uralt sind wie meine momentan. Okay, ist auch Sand. So, dann haben wir einen Weg nach oben. Können wir dann wieder runtergehen. Oder das nächste Mal rauf. Ich möchte noch kurz den Ding wegmachen. Den Tod. Sternfrucht kann ich mal ausmachen. Farm 1. Ja. Lass ich mal. Ist das die Farmwelt 1? Jo. Jetzt muss ich überlegen, wo das war. Da drüben. Da muss ich auch noch ein Waypoint machen. Und das Schwert endlich mal auswechseln, genau. Ja, toll. Es ist auf der anderen. Nein, es ist da hinter diesem kleinen hervorragenden Berg. So. Da ist schon wichtig, dass man weiß, wo man die Portale haben. So. Und Waypoint Portal. Ja, Farm 2. So, jetzt ist gut. Okay. Dann ab nach Hause. Friedlich und
müssen hier hin. Jetzt machen wir den Zaubertisch. Und wir haben kein Papier, das ist noch das Problem. So, Obsidian haben wir. Dann machen wir noch das Zeugs hier hin. So, hier in diese Kiste da, der Stein. So. Ja. Gut. Okay. Aber das machen wir dann im nächsten Mal. Ich werde wieder ein bisschen die Pflanzen wachsen lassen. Und ja. Ein bisschen ausleuchten noch kurz. Ich weiß nicht, ob die viel besser wachsen oder überhaupt nicht wachsen mit Sonnenlicht. Aber ich denke schon. Okay, bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.